Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Spiel, und zwar Guacamelee 2. Falls Leute den ersten Teil noch nicht kennen, ich glaube, den kann man für die Switch auch kaufen. Ich habe den damals allerdings auf der PS Vita gespielt und freue mich, dass jetzt hier der zweite Teil rausgekommen ist. Denn ziemlich geiles Spiel, fand ich, ein bisschen Castlevania-mäßig, aber ein ganz abgefahrenes Setting. Wir starten mal direkt. Ich hoffe, es gefällt euch. Funktionen gehen. Musiklautstärke. Musik noch ein bisschen runter. Effekte können euch. Informationen, klar. Schattenwechsel. Nur ein Blatt. Ja, auch. Schon brauchen wir nicht. Und los geht's. Ah, schönes Intro. Previamente in Guacamelee. Juan, hier entlang. Kalaka hat Lupita geschnappt. Er ist im Begriff, die Welt der Lebenden und der Toten zu verschmelzen. So, kleine Rückblende ist das hier. Selbst zum Höhepunkt deiner Kräfte wird das eine Herausforderung für dich sein. Keine Sorge, Juan, du schaffst das. Also es geht direkt da weiter, wo der erste Teil aufgehört hat. Halbwegs. Los. Gucken wir mal. Achso, wir können auch mit den Leuten reden hier. Das Ganze läuft natürlich sehr flüssig, wie man sieht. Worauf wartest du noch? Keine Zeit, keine Gnade. Gut. Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, aber jetzt glaube ich an dich, mi amigo. Okay. Kämpf bis aufs Messer. Wie man sieht, oben sind wir richtig voll gepumpt mit allem, was wir haben. Beim ersten Teil war es ja auch schon so. Oh, da ist er. Juan! Schreit sie. Du wagst es, meinen großen Moment zu unterbrechen. Deine Worte sind so hohl wie deine Seele. Die Menschlichkeit. Nee, die Menschheit kann einen Retter wie dich nicht brauchen. Was ist ein Juando? Ein elender kleiner Haufe in voller Geheimnisse. Aber genug geredet, kämpfen wir! So, bin mal gespannt. Rufen wir die Steuerung wieder. Au! Oh. Okay, wie man sieht, sind wir natürlich ein bisschen übermächtig gerade. Kuich. Luchando. Du hast Glück, dass ich alle meine Energie für das Ritual verbraucht habe. Aber es ist zu spät, denn die schwarze Sonne ist da. Komm, bezeuge die Vereinigung der Welten unter Beginn meiner neuen Weltordnung. Oh, Mondfinsternis. Beziehungsweise Sonnenfinsternis, nicht Mond. Oh nein! Jetzt verschmelzen. Die Macht! Ich spüre sie mir auffallen! Okay, jetzt wird er ein bisschen stärker, wie man sieht. Seht her! Ich bin Kalaka! Gott der Lebenden und der Toten! Er zieht nun unter meine Herrschaft! Okay, das wird ein fetter Kampf, den wir natürlich glatt verlieren werden. Ah, okay. Komm her. Au. Komm. Mist. Daneben. Ah, den können wir auch holen. Okay. Ah. Hätte ich schupfen müssen. Da. Jetzt noch ein. Oh, Kalaka, dies ist dein Ende. Plus zwei, Kalaka beendet. Oh, Juanita. Kommt hier runter. Ganzen Power noch, ne? Also man muss sich vorstellen, man bearbeitet das ja nach und nach, ne? Dass man später immer mehr Kräfte bekommt, wie bei Castlevania halt. Immer neue Fähigkeiten. Da ist er traurig.
wenn die Tränen schwappen neben den Taschenlappen. Silett! Ja, die Grafik ist sehr einfach gehalten, aber die passt zu dem Spiel einfach. Und die Bosse sind echt cool, muss man einfach sagen. Also zumindest beim ersten Teil waren sie ziemlich cool. Mal sehen, wie der zweite Teil sich so gibt. Champion Juan. Oh, bisschen fett geworden, was? Papa, siehst du dir schon wieder deine alten Bilder an? Zeit zu spielen. Das Ganze läuft, glaube ich, mit 60 Frames die Sekunde, was natürlich sehr cool ist. Komm, ein bisschen bewegen, tut dir gut. Okay, wir haben gar nichts mehr. Mit oben an den Balken sieht, haben wir gar nichts mehr. Das ist 7 Jahre später. Aber ein bisschen schlagen können wir noch. Yes. Rilito, hast du die Kinder gesehen? Klar, da unten sind sie, die lachen. Sie lachen mich aus. Ich schätze, ich muss die ganze Eis alleine essen. Ich glaube, sie lassen es wirklich darauf ankommen. Versuchen wir mal, diesen spanischen Akzent wegzulassen, den ich sehr, sehr schlecht mal imitiere. Macht nur Spaß. Das sind sie schlecht. Vielleicht esse ich wirklich das ganze Eis. Das darfst du nicht. Komm hier runter. Hä? So. Ein Boxsack. Das sind die beiden. Ich bin eine Tomate. Psst. Ah, meine Kinder. Bin schon nach oben gelaufen. Das sind sie. Wer hat Lust auf Tacos? Alter, das komplette Klischee. Ich. Sie sind fast fertig. Esperanza, Juanito, runter vom Tisch. Oh nein, wir haben keine Avocados mehr. Euer Vater muss sie alleine gegessen haben. Juan, der Markt müsste noch geöffnet sein. Kannst du uns welche besorgen? Ich muss meine Dissertation fertig bekommen. Ziel, hol Avocados von Lupita. Drücke X, um die Karte anzusehen. Und die Karte mal an. Sieht, ist noch nicht viel zu sehen. Aber die werden wir schon kriegen. Klar können wir die holen. Hier geht's raus. So, gucken wir die Karte mal an. Müssen wahrscheinlich in diese Richtung. Das da oben werden wahrscheinlich die Avocados sein. Die holen wir uns jetzt mal. Ein langer Weg. Aber wir sind gleich da. Pueblojojo. Ne, Pueblojo. Ach, die Musik ist auch herzallerliebst. Es fängt alles im Träger an, das sehe ich schon. Aber der erste Teil fing auch etwas Träger an, aber... Er ist unser Held, Juan! Ich kann dir nicht genug danken, dass du uns im letzten Spiel gerettet hast. Komm doch ruhig einmal in mein Restaurant. Ein Panucho. 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 Geht das Haus. Aber nicht heute. Er ist unser Held. Na ja, okay. Aber nicht heute, okay. So, geh mal hier hoch. Ah, komm ich aber ganz hoch. Nee, da. Doch, da. Was sagt die gute Dame? Seltsam. Es scheint, als würde dieses Ding, das ich stricke, einfach kein Ende nehmen. Ja, stimmt. Du strickst daran schon seit letztem Spiel. Juan, wie schön, dich unterwegs zu sehen. Ich weiß, dass sich Lupita manchmal Sorgen macht. Du musst bald wieder mit deiner Familie zum Essen vorbeikommen. Mein neues Rezept für Tortillasuppe wird dir alle der Verkalkung lösen. Gut. Ach, Juan, der alte Held ist aus seinem Schlaf erwacht. Hab dich seit dem großen Tortilla-Cast nicht mehr laufen sehen. Was macht La Familia? Avocados? Na, da behalte ich lieber. Ich habe Freya Veray beim Verkäufer gesehen. Sah hungrig aus. Es kommt mir wie gestern vor, dass wir Rivalen waren und Kalaka bezwungen haben. Es hat sich viel geändert, mi amigo. Das stimmt. Reden wir alle. Heutzutage sieht man hier nicht mehr viele Luchadores. Wie ich sehe, trägst du nach all den Jahren dein Gürtel immer noch mit Stolz. Ja, leider bin ich ein bisschen fett geworden. Ja, Avocados.
Juan, suchst du Avocados? Frei hat sie alle gekauft, tut mir leid. Vielleicht solltest du ihn in der Küche aufsuchen. Na, machen wir mal. Soll ich in die Kirche gehen? Oh, Juan, du möchtest wohl Avocados. Ich hatte vorhin noch ein ganzes Fass voll, aber jetzt habe ich fast keine mehr. Pass auf, entsorge das leere Fass für mich und du bekommst etwas, das von meinem Privatbesitz. Okay. Oh, was, fass mal kaputt hier. Weiter so, Held. Oh, Kohle. Tut mir leid, ich dachte, das wäre leichter. Bitte sehr. Oh, Karamba, was war das? Juan, kannst du nachsehen, was hier vor sich geht? Hab ich Avocados bekommen? Davon. Dieses merkwürdige schwarzen Dinger sind gerade erschienen. Oh. I know! Juan, eins dieser schwarzen Dinger sitzt auf der Statue. Oh. Esqueletos! Oh, Skelette. Rett uns, Juan! So. Da kommt mehr. Nein! Oh! Die Ziege. Juan! Entschuldigung, diese ganzen Skelette. Ich bin so froh, dich gefunden zu haben. Schnell, begleite mich auf eine Reise in die dunkelste Zeitlinie. Das Maxiversum schwebt in großer Gefahr. Bitte, für Erklärung ist keine Zeit. Spring durch das Portal. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Okay, verabschieden. Machen wir uns schneller von der... Ich schätze, du solltest gehen. Klingt, als würden sie dich wirklich brauchen. Wir kommen schon klar. Papa, du hast ein Skelett kaputt gemacht. Bring mir Alebitri mit, Papa. Juan, sei vorsichtig. Los geht's. Action. Was passiert? Oh, oh. Dunkle Zeitlinie. Ja, okay. Oh nein, das ist nicht richtig. Es fühlt sich irgendwie halbgar an, wie eine Art Fegefeuer. Aber es ist auf jeden Fall nicht die dunkelste Zeitlinie. Komm schon, es kann nicht mehr weit sein. Muss mal abgucken hier, ob irgendwas ist. Nö. Gehen wir auch direkt ins Portal. Huch, gut, dass ich hier reingegangen bin. Sonst wäre jetzt tot. Härteste Zeitlinie. Bad Hombres. Oh, was geht? Oh, ich wollte gerade schlagen hier. Was geht? Nicht viel, Junge. Nickt kaum spürbar mit dem Kopf. Aber die Musik ist so eine richtig geile Oldschool-Mucke. Okay, das ist... El Presidente wurde von Ninjas entführt. Bist du hart genug, um El Presidente zu retten? Ja, nein, komm her, Juan, wir dürfen uns nicht stressen lassen. Was? Das ist die härteste Zeitlinie, nicht die dunkelste. Tut mir leid, ich bin ein wenig über die Ausübung, was Portale angeht. Aber bei den nächsten habe ich ein gutes Gefühl. Andale! Das wäre ganz geil gewesen, hier mal so ein schönes Beat'em'up. Dunkelste Zeitlinie. Das ist die dunkelste Zeitlinie. Hier entlang, bitte. Können wir nicht rein, ne? Naja, okay. Huch. Ich kann es kaum glauben, Senores. Ui, Chivos, wie schrecklich. Bitte erzähl, was passiert ist. Ich war dabei, mein Fahrrad zu reparieren, als Salvador, der Salvador, Richter von Calaca, aufgetaucht ist. Er war mit einer ganzen schrägen Truppe unterwegs. Einen Zauberer, einen Toten, einer toten Hundefrau, einem sprechenden Kaktus. Okay, schauen wir uns das mal an. Vorsicht, Boss! Die oberste Stufe ist keine Stufe. Diese Spannung bringt mich noch um. Mal wieder. Grabbelig! Was? Nein, ich bin das Hirn und du die Muskeln. Ruhe! Ich muss meinen Monolog vorbereiten. Aber zuerst... Oh, was? Ah, das goldene Relikt. Bald werde ich den Molechayette erreichen. Und sein heiliger Inhalt wird mir... Mir ist nur etwas Salz in den Hals gerutscht.
Ich bin so stark wie eh und je. Okay. Die goldene Reliquie, das könnte Ärger bedeuten. Nachdem Salvador die Reliquie genommen hatte, sind seltsame schwarze Dinge am Himmel erschienen. Seitdem sind immer mehr Skelette hier. Der Schreck sitzt mir noch in den Knochen. Oh, Chivo 24, du bist zurück. Ich hab dich nicht gesehen. Wir hatten gerade... Moment, bitte sag mir nicht, dass das der Juan ist. Ja, das ist der letzte lebende Juan. Eben jener Juan, von dem ich dir erzählt habe. Er hat Galaga in seiner Zeitlinie besiegt, Lupita gerettet und überlebt. Incredible! Das ist der Juan? Ja. Also gut, einziger überlebender Juan, bitte tritt vor. Hast du von den drei legendären Reliquien gehört? Nein. Schauen Sie mal an. Salvador hat eine der drei großen Reliquien erobert, die der Gott der Zeit erschaffen hatte. Aber diese Reliquien in Anspruch zu nehmen, könnte einen Zusammenbruch der Zeitlinie nach sich ziehen. Salvadors böse Ambitionen könnten ein übles Ende nehmen. Oh, wie schrecklich. Angst. Das Ende des Maxiversums. Keuch? Oh Gott, oh nein. Santa Mari Morena. Nicht das Maxiversum. Juan, zieh los und finde Tostada, Hüterin der Maske, in Los Mangalares, dem Mangrovensumpf im Osten. Tostada wird dir bei der Suche nach dem heiligen Maske helfen. Du wirst du brauchen, wenn du Salvador aufhalten willst. Okay, finde Tostada, Hüterin der Maske. Machen wir. Im Osten müsste hier nämlich sein, ne? Was hat er mir denn? Hat dieser Böse etwas über Salza gesagt? Ist er hier oben? Juan Aguate, du lebst! Ich dachte, du seist schon vor Jahren durch Caracas Hand getötet worden. Ja, okay, ich bin ein anderer, ne? Guck mal auf die Karte. Der ist nicht so weit. Komm mal schnell. Hui! Hatte dieser komische Magier eine tanzende Hühnertruppe dabei? Habe ich mir das eingebildet? Es war ein echt schräger Tag. So. Agavenfeld, dunkelste Zeitlinie. Ist ja ganz geil, dass man durch die Zeiten springt. Mal sehen, was das noch so mit sich bringt. Das ist wieder sowas, wo wir später ran können. Okay. Schauen wir mal. Juan und Lupita. Ach, guck mal da. Das ist ja die Zelle, wo ich gestorben bin. Das haben wir leider auch noch nicht drauf. Hier, leider. Los Manglares. Dunkelste Zeitlinie. Oder Manjares? Ne, Doppel-LSJ, ne? Im Spanischen? So war das, ne? Das kann ich kaputt haben. Gut. Haha. Wie dumm sind die denn? So. Oh nein. Okay, muss ich aufpassen. Taco. Hey, danke. So. Ja, die tauchen ja später wieder auf. Kann man auch sehen, ne? Es gibt viele Stellen, wo man immer wieder zurück muss. Was natürlich ein bisschen zeitaufwendig sein kann. Auch nerven kann. Okay, da haben wir irgendwas. Da gibt es noch irgendwie. Können wir nicht hinrollen, leider. Wie man sieht. Noch ein bisschen, da müsste man wahrscheinlich durchrollen können. Können wir noch nicht. Vielleicht später. Aber man kriegt richtig viele Fähigkeiten. Oh, da ja. Juan! Du bist es wirklich. Oi, Chivo hat es geschafft, diese irre Ziege. Ich bin es, Tostada, Hüterin der Maske. Erinnerst du dich an mich? Es ist wirklich schrecklich, wieder zu sehen. Schicker Schnurrbart auch so dicht. Wir waren so knapp davor, Kalabon beim letzten Mal zu schlagen. Ich schwöre, diesen Fehler machen wir mit Salvador nicht nochmal.
Halte einfach still und schließe die Augen. Es dauert nur eine Sekunde. Hat die mich umgehauen, die Nuss? Glaube ich nicht durch. Noch nicht. In die Richtung. Kackhühner. So. Da ist meine Maske. Tut mir so leid, dich da eben getötet zu haben. Aber ich musste dich in die Welt der Toten bringen. Wie da auch sei. Sieh nur, hier ist sie. Sie ist ein bisschen lädiert vom letzten Abenteuer, aber... Die hat auf dich gewartet, Juan. Na, mach schon! Bevor du skelettierst. Yes, da haben wir sie wieder. Ja. Erfolg Re-Resurrection. Das ist der Juan, den ich kenne, obwohl mir der Schnurrbart natürlich fehlt. Jetzt müssen wir dich nur wieder zurück in die Welt der Lebenden bringen. Dabei kann der Rat uns helfen. Er ist östlich von hier in Pantanillo, der Sumpfstadt. Na los, Juan, ich werde da sein, wenn du mich brauchst. Ein zweiter Spieler kann jetzt einsteigen. Drücke auf den Controller von Spieler 2. Ne, wir wollen keinen zweiten Spieler. Haben wir jetzt leider nicht. Wäre natürlich cool zu sehen. Das kommt in letzter Zeit, glaube ich, nicht. Weil ich mich erinnern kann. Die Karte nach. Ein bisschen weiter in die Richtung. Kommen wir da jetzt durch mit unserem Power-Move? Gucken wir gleich mal. Kann gut sein. Testen es mal. Boom. Ah, ich tue ich diesmal nicht. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, da kommen wir erst hin, wenn wir wissen, wie wir die blauen Steine aus dem Weg räumen können. Dafür brauchen wir natürlich eine Fähigkeit. Und die müssen wir uns jetzt erstmal besorgen. So, Fertigkeiten. Kommen noch gar nichts. Ganz da drüben ist das, wohin müssen. Die Frage, wie wir da hinkommen. Gehen wir noch zurück in die Stadt und fragen da mal nach Auskunft. Wo kommen wir jetzt hier hoch? Das ist viel besser. Bam. Was? Mal alle Platz hin, ne? Ready? Lucha! Muss ich aufpassen? Oh. Dann sollen wir vielleicht nur hauen hier. Oh, ich muss aufpassen. Oh. Das ist natürlich dumm, aber so seht ihr auch mal, wie schnell man sterben kann. Macht aber nichts. Und wir können direkt wieder loslegen. Ah. Das wollte ich jetzt nicht. So. Boom, Fiesta Time. Was jetzt? Ah, hier. Na, was kann es geben? Kostüm wechseln? Oh, weiß gar nicht. Was haben wir für Kostüme hier? Ach so, die können die jetzt spielen? Ah, ich will erstmal noch voran. Drücke R oder Z, um Gefahr mit einer Rolle auszuweichen.
Ah, okay. Dann können wir auf jeden Fall da hinten durchkommen. Und hier kommen wir, glaube ich, nicht durch, ne? Ich kann mich durchrollen? Ja, okay. Da ist noch eine Fähigkeit aus dem alten Teil. Bam. Ja. Oh, das war das. Das war das. Oh. Perfekt. So. Den hätte ich wahrscheinlich hochspringen können auf ihn dran. Ah, egal. Wir sind just ready in future. Okay. Oh. Baller-Action hier. Super. So, was kann man? Kostüm wechseln? Nein. Lass nur das kann. Halte gedrückt, um hoch zu springen. Okay. Tippe kurz und niedrig springen. Ja, das ist eine gute kleine Einführung hier, ne? So, was drüben in der Kiste drin ist, ne? Zack! Ah, wollte auch niedrig springen. Okay. Oh, war nicht zu lang. So. Das können wir. Den können wir ja leider noch nicht. Auch nicht hin. Schade, schade, aber es uns merken. Yes! Unser Leben erhöhen. Bei Zelda zum Beispiel, ne? Los, jetzt kriegen wir was. Juan Tostada.
Endlich, mein Hintern wurde schon ganz taub, davon hier auf der Lauer zu liegen. Jetzt siehst du wie ein richtiger Luchador aus, Juan. Aber schicke Klamotten heißen ohne ordentliche Grundlagen noch gar nichts. Du musst dich wieder mit den richtigen Moves vertraut machen, wenn du dich Salvador stellen willst. Nur zur Erinnerung, Chuzo-Statuen halten die Geheimnisse der Ultra-Luchodo-Techniken. Die eine, die du gerade so unsanft zerstört hast, erhielt den legeren Hahn-Uppercut. Der ist ganz geil, das ist das Ding aus da oben, natürlich, ne? Und dann machen wir die roten Blöcke mit kaputt. Aber wenn du ihn zu viel verwendest, wärst du nach einer Weile ziemlich müde. Was hast du davon, dein Training zu vernachlässigen? Rooster Uppercut. Cool. So, ich wollte mal testen. Warte mal. Achso. Okay. Los, schnapp sie dir, Juan, um einen Hahn aber gerade auszuführen. Wir sehen uns im Panthenium. Hier komme ich auch trotzdem nicht hoch. Na? Nee, ich komme nicht hoch. Scheiße. Drücke auf den Boden oder in der Luft? Ach so, okay. Jetzt verstehe ich. So. Hat gedauert? Ah, Spaß doch hier. So, weiter geht's. Oh. Okay. Warte jetzt. Saubere Arbeit. Oh, das war dumm. Los geht's. Andale. Oh. Ah, okay. Okay, das sind diese. Okay, warte. Die können wir nur, kriegen wir den erst vorher machen. Um deren Schild wegzuballern. Ah, okay, das war jetzt ein bisschen blöde. Eigentlich wollte ich das nicht machen und durchrollen noch schnell. Das klappte nicht, aber jetzt. So. Macht nichts. So. Kommt schon noch einer. Hey. Bam. Gut. Da ist ein gutes Ding drin. Ein Stück Maske.
Dann sieht man natürlich ein paar davon sammeln. Hey, wie kommt man denn da darüber? Achso, doch, warte, das müsste ja vielleicht so gehen. Nein! Nein. Warte. Muss ich runterfallen lassen und dann den Sprung machen. So. Ah, es wird immer kniffliger, ne, wie man sieht. Okay. Ja, muss nachher die wirklich im Griff haben, die ganzen Sachen. So. Und die Steuerung, die muss nachher echt drin liegen. Guck mal, sind wir wieder hier. Ist ja auch nicht schlecht. Achso, das ist grün. Okay. Habe ich gesehen. Ah! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alter Schwede. Ah, was ist denn Dings? No, die Maske. Sehr gut. Und runter. Okay, das war alles. Dann müssen wir den anderen Weg mal gehen gleich. War noch eine Dings nebenan da. Ah, das ist der richtige Weg. Oh, guck mal hier. Oh. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Ja, okay, es geht noch. So. Oh. Zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Naja, um alle Geheimnisse zu entdecken, braucht man richtig viel. So. Und so hin. Das ist noch ein Block, den wir übersehen. Da müssen wir nochmal hin. Der Hahnen-Uppercut. So, hier ist der richtige Weg. Na? Da ist sie. Da ist sie! Pantanillo. Das Paris des Morasts. Hey, hier in diesem riesigen Baumstumpf sollte es ein Portal zurück in die Welt der Lebenden geben. Gut. Den suchen wir, aber allerdings suchen wir den erst beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich kann das Spiel nur wärmstens empfehlen. Es wird nur noch besser. Das garantiere ich, denn der erste Teil war schon ein absolutes Augenschmaus, wollte ich gerade sagen. Spielschmaus. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.